Ja, die Zahlen sind kontinuierlich hoch. Die Corona-Lage ist weiter sehr ernst. Und besonders sieht man das natürlich da, wo die Covid-19-Kranken behandelt werden, in den Krankenhäusern. In der zweiten Welle laufen mittlerweile die Intensivbetten voll. Medizinisches Personal, besonders in der Pflege, ist am Anschlag. Ja, und wie sieht es aus bei uns in der Region? Wie viele Corona-Patienten werden derzeit behandelt und werden planbare Operationen momentan verschoben? Wir haben nachgefragt. Alltag auf der Intensivstation im St. Antonius Krankenhaus Eschweiler. Es sind Archivaufnahmen, denn in Corona-Zeiten bleiben wir von diesen sensiblen Bereichen fern. Hier werden schwerkranke Patienten behandelt. Die zweite Corona-Welle verschärft die ohnehin schon angespannte Lage in der gesamten Städteregion. In der Städteregion ist es ganz eindeutig eng. Also wir haben ja zwischen 5 und 7% nur noch freie Intensivbetten. Das ist für die Menge der Menschen, die hier leben, ist das eigentlich so knapp an der Kante. Das muss man ganz klar sagen. Und mit jedem Kollegen, Kollegin, der Sie derzeit sprechen, die sind alle stark unter Druck. Kein Wunder, denn die Auslastung der Intensivbetten in der Region ist enorm. So sind in der Aachener Städteregion akut gerade mal 20 Intensivbetten frei. 275 sind belegt, davon 43 Patienten schwer an Covid-19 erkrankt. Im Kreis Düren stehen derzeit 20 freie Intensivbetten zur Verfügung. 51 sind belegt, 12 akute Corona-Fälle. Und im Kreis Heinsberg sind 10 Betten frei, 26 belegt, 5 Patienten mit Covid-19. Auch die Intensivstation der Aachener Uniklinik ist derzeit gefüllt mit Corona-Patienten. Dabei scheint sich ein beunruhigender Trend auszumachen. Es ist sicherlich so, dass im Gegensatz zur ersten Welle wir jetzt deutlich auch jüngere Patienten haben. Unser jüngster Patient, der im Moment von unseren Lungenfachärzten und Intensivmedizinern mit versorgt wird, ist 23, 24 Jahre alt. Und laut Ärzte nicht vorerkrankt. Sollten die Infektionszahlen in den Wintermonaten weiter auf diesem hohen Niveau bleiben, und davon gehen die Mediziner aus, müssen planbare Operationen verschoben werden. An der Uniklinik entscheidet man dies von Tag zu Tag. Schwere Erkrankungen wie Tumore, Herzinfarkte oder Ähnliches werden auch weiterhin behandelt, versichern die Krankenhäuser. 20 bis 30% der Operationen sind derzeit nicht unbedingt notwendig und werden daher verschoben. Immerhin gibt es im Gegensatz zur ersten Pandemiewelle heute genügend Equipment. Im personellen Bereich sind die Defizite geblieben. Der absolute Flaschner, das Nadelöhr, sind die Pflegekräfte, die tatsächlich aber schon vorher nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Und das ist jetzt schon eine kritische Größe. Sowohl Pflegepersonal als auch gut qualifizierte Ärzte sind halt wichtig und notwendig, um Betten betreiben zu können. Und die reine Anzahl an Betten, egal ob Divi-Register oder Ähnliches, die sagt so wenig aus, wenn wir nicht wirklich gute, fachlich kompetente Leute haben, die die Patienten versorgen. Vor allem Covid-19-Patienten brauchen besonders viel Betreuung. Sie liegen länger auf den Intensivstationen. Die nächsten Monate bleiben eine Herausforderung für die Intensivmedizin in der Region. Und bei uns ist Professor Uwe Janssens. Herzlich willkommen. Gerade haben wir Sie eben noch gesehen. Danke, dass Sie da sind. Ja, Sie sagen, die Krankenhäuser sind am Limit. Wie lange hier in der Region können Sie noch durchhalten, bis Sie Intensivpatienten nicht mehr behandeln können? Wie viele Wochen? Eigentlich sind wir ja jetzt schon am Limit. Mhm. Wir haben das gesehen, wir haben 5 bis 7% freie Betten und das seit Wochen. Wenn da jetzt noch was käme, wenn jetzt die Zahlen noch mal drastisch steigen würden, dann würden wir das nicht mehr packen und dann müssten wir Patienten tatsächlich aus der Region rausverlegen. Das heißt, dann die Konsequenz. Wo kommen die dann hin? Die kämen dann in überregionale Zentren. Es gibt ja immer noch Kreise und Städte in Deutschland, bis hin nach Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, die haben freie Intensivbetten. Das müsste man dann in einem nationalen Kraftakt organisieren. Da liegen die Pläne schon in der Tasche. Die liegen schon in der Tasche. Eine weitere Option wäre oder ist auch, nur noch planbare, keine planbaren OPs mehr durchzuführen. Machen Sie das jetzt schon so? Ja, wir haben da gerade in Eschweiler seit Dienstag das Programm umgestellt. Wir verschieben jetzt Operationen, die vertretbar verschiebbar sind. Das ist für die Patienten nicht so schön, aber notwendig, damit wir den Rücken frei bekommen, unsere Aufgaben mit Covid-19 und den anderen schwerkranken Patienten, das sind ja deutlich mehr, gewährleisten zu können. Machen das andere Kliniken hier in der Region auch oder nur Sie in Eschweiler? Nein, das machen die anderen Kliniken auch. Sie müssen es machen, weil es geht gar nicht mehr anders. Denn wir müssen dadurch auch zusätzlich noch Personal freisetzen. Das kriegen wir dann auch und das kann sich dann tatsächlich um andere Patienten kümmern, aber auch um Schwerkranke. Operationen bringen Geld für die Kliniken. Das ist bekannt. Wie groß sind die finanziellen Einbußen bislang und werden die abgefedert durch die Bundesregierung?
In der letzten Woche ist ein Gesetz verabschiedet worden, das deckt das insofern ab. Aber da sind noch gar keine klaren Ansagen gekommen, weder vom Land noch von der Bezirksregierung. Wir warten darauf, dass endlich mal die Politik sich äußert, wie sie denn vorhat, das zu kompensieren. Und das macht uns schon sehr sorgenvoll. Und die Krankenhäuser kommen dann in Liquiditätsengpässe. Wir warten ist gerade das Stichwort in puncto Politik, weil die Kanzlerin gerade mit den Länderchefs zusammensitzt und zur Stunde immer noch diskutiert. Welche Forderungen haben Sie an die? Was muss da passieren? Ja, wir erwarten, dass es so weiter fortgesetzt wie jetzt. Der partielle Lockdown, der muss weiter fortgeschrieben werden. Wir sind nicht so glücklich darüber mit Weihnachten, dass das dann wieder aufgehoben wird, weil wir haben dann schon die Sorge, dass wir im Januar dann wieder Rolle rückwärts, wieder steigende Infektionszahlen sehen. Wir haben großes Verständnis dafür, dass die Bevölkerung das feiern will, aber unter Infektionsschutzgesichtspunkten ist das nicht die beste Idee. Das heißt, Weihnachten mit 10 Personen an einem Tisch ist aus Ihrer Sicht nicht so gut? Könnte durchaus Infektionszahlen wieder nach oben treiben. So wird es wahrscheinlich dann auch sein. Die Leidtragenden wären wahrscheinlich dann wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie sehr belastet die sind und wie besonders auch die Arbeit an Covid-19-Patienten ist? Wir sind jetzt seit Wochen in einem wirklichen Notbetrieb. Wir haben wirklich so viele Covid-Patienten hier in der Region, aber auch in anderen Städten, Düsseldorf, Köln. Und die sind wirklich am Limit. Das ist eine extrem schwierige Arbeit, die wir leisten. Das kann man gar nicht sagen. Wie sieht das aus? Was müssen die machen, die Pfleger? Die haben die Beatmungspatienten, das sind ja nicht nur Beatmungspatienten, die müssen die ja dauernd auch drehen. Da müssen die mit 5 Leuten ran. Das ist hochanspruchsvoll. Das ist auch in der Versorgung wirklich neben der physischen Belastung auch eine psychische Belastung. Das wird völlig übersehen, dass die Schwestern und die Krankenpfleger, aber auch die Ärzte derzeit echt am Limit arbeiten. Professor Janssens, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit. Danke. Dankeschön.